Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder Samyang Sunday, also ich versuche wieder irgendwie Nudeln zu machen. Es sind zwar wieder keine Samyang-Nudeln, aber es ist trotzdem scharf, es wird scharf, das verspreche ich euch. Wir haben angefangen nämlich mit den Habanero Spicy Chicken Nudeln aus der Can or Not Challenge. Die waren richtig lecker mit 350.000 Scoville. Danach gab es die Ghost Pepper Cheese Spicy Chicken Flavor Nudeln von Debug. Die hatten 1 Million Scoville. Also hier ist eine Skala drauf, da steht die Ghost Peppers haben 1 Million. Die waren richtig brutal, richtig scharf, aber auch richtig lecker. Fand ich sogar besser, glaube ich, als die Samyang Bulldog Cheese vom Geschmack her, weil die mich einfach richtig geflasht haben. Becher sieht auch cool aus, möchte ich deswegen behalten. Und einen haben wir noch, den Endgegner. Das sind zwar auch Ghost Pepper, so wie die gelben ist das hier auch Ghost Pepper, aber das ist nicht mit Käse, das ist einfach Ghost Pepper Spicy Chicken. Parisa Ayam Petas, hier steht nochmal Daring 3 Black Noodles, ne? Also das sind auch wieder komplett schwarze Nudeln mit Ghost Pepper, Chili Soße oder so und noch ein Tütchen dabei. Hier steht auch wieder Can or Not Challenge, essen ohne zu trinken, aushalten, überleben, das passt. Can or Not Challenge, überall nochmal drauf, 1 Million Scoville hier bei diesem Ghost Pepper Rahmen. Obwohl, was haben sie da denn gemacht? Normalerweise ist die Schrift ist eigentlich weiß und das, was es ist, ist gelb. Das habt ihr hier. Hier habt ihr die Schrift ist schwarz und das, was es ist, ist rot. Also es ist immer eins von allen markiert. Hier ist gar nichts markiert. Hier ist immer nur weiße Schrift und das war's. Also das hat nichts. Aber es ist ja Ghost Paper, es müsste also 1 Million haben. Wir machen jetzt den Becher hier drüben mal auf an der Seite, wo wir das Wasser einfüllen wollen. Hinten muss ich ja wieder mit der Gabel reinstechen, um dann das Wasser rauszulassen. Vorne das Wasser einfüllen. Wir haben wieder diese Plastikgabel dabei. Wir haben wieder hier ein Beutelchen Soße oder Öl, ölige Soße, wie auch immer. Und das war's. Da ist nichts anderes dabei. Hier war ja extra noch Käsepulver dabei, aber das ist kein Käse. Das heißt, das ist das Brutale, das ist das Scharfe. Da kommt es drauf an. Hier habt ihr schwarze Nudeln. Sieht aus, als hätte jemand seinen Kaffeesatz drin gelassen. Da wollen wir jetzt Wasser reinmachen. Die werden wir kurz aufkochen. Dann werden wir Deckel abreißen, Nudeln essen und dann gucken, ob die uns komplett umhauen oder ob die einfach nur richtig lecker sind. Es riecht auf jeden Fall. Ich weiß, es riecht wie eine kleine Schinkennote, wenn du riechst. Das ist irgendwie so eine halb salzige, würzige, bacon, schinkenartigen Geruch an sich auf einmal, keine Ahnung warum. Das machen wir jetzt aber erstmal fertig. So, also einmal hier reinfüllen bis zur Linie. Wie gesagt, kann natürlich auch über der Linie sein. Hauptsache, das Nudelnetz ist komplett im Wasser. So, dank dem Einstich mit der Gabel haben wir natürlich jetzt hier unser Wasserloch. Guckt euch das an, wie das jetzt hier raus plätschert. So ist das genial. So habe ich das noch gar nicht erkannt oder gesehen. Ich wollte das immer vorne rauswühlen, da sind immer die ganzen Nudeln rausgefallen. So ist das richtig super. Guckt doch mal dahin, wie das aussieht. So, die Nudeln sind fertig. Hier ist der Becher. Wir müssen jetzt nur die Folie komplett abziehen, fällt die Hälfte auf den Tisch. Hier sind die schwarzen Nudeln. Hier ist eigentlich die Gabel, aber die braucht man nicht. Die kommen weg. Hier haben wir das Tütchen mit der scharfen, heftigen Soße. Und ich habe mir fest vorgenommen, heute möchte ich das Ganze rumrühren und trotzdem dann mal auf einen Teller packen, dass man das als Häufchen einfach mal sieht und weil ich ein Bild auch machen möchte, mal für Instagram, das mal posten. Es ist ja schön, wenn man die Becher fotografiert und die Becher zeigt. Moment hier, kurzer Durchfallmoment. Guck mal, eine Nacktschnecke, wie die da reinfällt. Ist das nicht cool? Das ist schon alles schwarz und dann kommt diese tiefschwarze, dunkle Soße und macht es noch schwarzer, als es schon ist. Kennt ihr dunkelschwarz? Das ist, glaube ich, die Lieblingsfarbe vom Hannes. Der hat nämlich
gern alles schwarz. So, nicht so viel reden, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken oder hier Soßenbeutel ins Gesicht, so könnte man das auch nennen. Es ist halt jetzt alles sehr ölig. Ich denke mal wirklich, da ist irgendwie, naja, gerade auch das Öl, das was auch scharf sein kann. Wenn ich es immer sehe, hier Chiliöl und so Zeug, kann ich ja gar nicht ab, ist richtig eklig. Da haust du dir Unmengen Öl dran, das was scharf ist, und dann tut dir der ganze Magen weh, weil es halt alles so ölig ist. So, und das ist jetzt nicht Sinn und Zweck, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir hier die Bambe drin. Jetzt ist die Bambe schon halb rausgefallen. Wo ist denn jetzt meine Gabel hin? Meine Gabel ist weg. So, ich habe die Gabel gefunden. Ist natürlich jetzt dumm, weil jetzt könnte man denken, ich habe das ausgetauscht und habe da einfach schnell was anderes rein. Aber ihr vertraut mir ja hoffentlich, dass ich meine Sachen nicht fake, dass ich jetzt wirklich hier diese schwarzen Nudeln, vielleicht sind es auch einfach nur Cola-Schnüre. Das wär's. Wenn ich der Prank-Bro wäre, dann hätte ich jetzt da schnell Cola-Schnüre rein und dann, oh mein Gott, Melvin oder wie ihr heißt, oder Kelvin und Grad Celsius, Hilfe. So machen die ja immer rum. Ich mache jetzt nur die Nudeln rum, mehr mache ich dann nicht. Wenn das alles schön in Soße ist, schön sauciert, wenn es den Begriff überhaupt gibt, schmeiße ich mir das jetzt trotzdem hier auf den Teller. So, pass auf. Das ist der Teller. Das ist jetzt das Häufchen Elend, also die Nudeln. Das sieht doch richtig stark aus, wenn das da so liegt. Hier ist auch kaum noch was drin. Wir können trotzdem nochmal am Rand entlang kurz. Und das hier noch der Rest Soße, der sich vielleicht da verklumpt, dass der noch mit draufkommt. Wunderbar, so muss das aussehen. Denn alles, was jetzt dran ist, würde ich ja sowieso mit der Gabel vom Rand nicht mehr abkratzen können. Deswegen können wir das jetzt ruhig fürs Samtnehmer so reinhalten. Das sind die Nudeln. Und jetzt möchte ich aber trotzdem kurz ein Bild machen mal für Instagram mit dem Teller Nudeln da. Dass man das auch mal sieht, wie das ausschaut. So, das dürfte passen. Jetzt Gabel nehmen, rein in den Mund, essen, nicht schwatzen, nicht lang rummachen. Sieht gut aus, oder? Sieht das gut aus? Bestimmt. Schärf ist da. Trotzdem wieder einen würzigen, leicht salzigen, körnigen Geschmack. Die Augen fangen auch an zu drehen. Teller ist leer, can or not challenge, ich würde sagen, ich hab's gekonnt, I can, yeah, we can party tonight, Obama. So, guckt euch den Mund an, der Mund ist leicht rot, die Augen ein bisschen wässrig vielleicht, aber ist okay, da kann ruhig noch was drauf, da kann ruhig noch mehr sein. Geschmacklich hat's geschmeckt. Ich muss sagen, aber der Gelbe mit dem Cheese war das absolute Highlight. Der war trotzdem genauso scharf wie der Schwarze, den ich jetzt eben hatte. Aber dieser käsige Geschmack, dieses Pulverige noch dazu obendrauf, war eben was ganz Besonderes.
Für mich auch wichtig, im Nachhinein jetzt noch ein bisschen zu labern, dass ihr seht, ich muss nicht gleich trinken, ich mache nicht gleich die Kamera aus und trinke mir da irgendwas hinterher, sondern man muss das wirklich aushalten. Die Lippen brennen, ihr habt wirklich ein feuriges Gefühl hier. Es ist alles da, das ist alles überall. Da riecht schon Bläschen im Hals, die sich bilden, die Spucke bildet sich, der Speichelfluss. Alles ist da. Aber ich muss sagen, gestern, also ich habe die zwei Videos an zwei Tagen hintereinander aufgenommen. Ich habe diesen Becher gegessen und zum Armbrot, Pupsi hat Döner geholt, habe ich mir dieses Carolina Reaper Pulver von Obibo endlich mal aufgemacht und auf Döner getestet. Und das hat bis zu 2,2 Millionen Scoville. Und ich habe so gelitten gestern Abend. Mir ging so dreckig, so im Magen rum. Es war alles so brutal. Ich glaube, das hat mich so extrem abgehärtet, dass mir diese 1 Million von diesen Rahmen heute gar nicht mehr so viel ausgemacht haben. Das ist es ja. Du kannst durchs Leben gehen mit Magenkrämpfen jeden Tag, so wie ich. Und dann irgendwann isst du 1 Million Nudeln und sagst, ist okay, ist okay. Du merkst es trotzdem, es ist wirklich da, aber du fällst nicht gleich um. Das war es ansonsten jetzt von meiner Seite aus. Fand ich richtig cool, die drei Becher hebe ich mir auf. Habanero, Cheese hebe ich mir auf. Den muss ich noch sauber machen, ausspülen. Spicy Chicken, Ghost Pepper, schwarze Nudeln. Guckt mal, ob ihr das findet irgendwo. Debug, Ghost Pepper, Nudeln oder Ramen, wie auch immer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal und ciao. Achso, das Döner-Video seht ihr dann nächsten Sonntag.